1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Skelton, ein ehemaliger Sträfling, fährt Proviant für die Firbeck Farm und wird von der Barrett-Bande in eine Schlägerei verwickelt. Im anschließenden Gerichtsprozess verurteilt man ihn zu einer Gefängnisstrafe, der er sich aber durch Flucht entzieht. Lieutenant Robarts und seine Soldaten, begleitet von Luke, Sam, Chap und Morgan, suchen Skelton in den Bergen. Dabei treffen sie auf die Barrett-Bande und es kommt zu einem wilden Gefecht. Jetzt hat man zwar die vier Verbrecher erwischt, aber das eigentliche Ziel, Skelton zu fassen, ist nicht erreicht. Der ist mittlerweile bei Jesse aufgetaucht, schwer verletzt und halb verhungert. Jesse pflegt den jungen Mann ohne Wissen ihres Vaters. Sie will ihn von einer weiteren Flucht abhalten, der er aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht gewachsen wäre. Dann entdeckt Jason den Flüchtenden und nur mit Mühe gelingt es Jesse, ihren Vater von einer Anzeige abzuhalten. Sie überzeugt ihn sogar davon, dass man Skelton weiterhelfen müsse. Was kann das sein? Was wird morgen sein? Komm! Du hast ihm natürlich gesagt, er soll lustig drauf losballern, ha? Für jedes Schaf einen Schuss. Ich halte das für ein gutes Verhältnis. Ja. Ja. Ihn erwischen? Nein, Mister. Wenn du hier draußen trinkst, dann kannst du was erleben. Es sind einfach zu viele, zu viele. Ich kann nicht überall sein. Morgen, du wirst doch mit 500 Schafen zurechtkommen. 730, Mister. Und 730 sind einfach zu viel. Ich warne euch jetzt zum letzten Mal! Lasst meine Schafe in Ruhe! Das hier ist mein Land! Ihr habt genug Platz! Hier bin ich der Herr! Die Messer sind wieder so stumpf. Am Samstag werde ich mal wieder alle Messer schleifen. Sie waren wieder da, habe ich gehört. Ja, sie werden immer frecher. Ich werde denen das schon noch austreiben. Musst du immer jemanden drohen? Denen ja. Sonst bist du morgen tot. Der König hat gesprochen. Das ist unser Königreich. Du hast es mit aufgebaut, also kämpf dafür. Und du, Jesse, bist unsere Königin, die von uns verehrt wird. Und die wir beschützen. Jetzt kommen die, warten auf uns. Ich habe eine neue Herde gekauft. Die kriegt ihre Weiden drüben in Stony Corner. Hey, hey. Wie ist der neue Schäfer? Passt er zu uns? Oh ja, eine gute Kraft, Mister. Hat ja auch gute Vorbilder. Ist eine ganz gute Ecke. Hier hätte noch eine Herde Platz. Ist langsam wirklich ein Königreich. Ich glaube, wir haben die größte Farm im Umkreis. Wir haben doch nichts dagegen, Chef, oder? Wir fahren doch ganz gut dabei. Das ist richtig, Mister. Das ist richtig. Gott sei Dank. Kein Appetit? Nein.
Bist du krank? Nein. Kopfschmerzen? Das ist deprimierend. Nein, Vater. Machen dir die Moskitos zu schaffen? Ja. Ja, so ist es. Die Moskitos machen mir zu schaffen. Dass es hier keinen Unterschied gibt, Vater. Zwischen gestern, heute und morgen. Ja, ich weiß. Ohne die Jungs ist es sehr ruhig hier. Wann wollten Sie zurück sein? In 4-5 Tagen, hat Sam gesagt. Wenn das so weitergeht, dann können wir unsere Tiere kaum noch zählen. Ein weites Land. Moment. 556. Etwas weiter nach links noch. Halt! So ist gut. Das reicht. Guten Morgen. Ich habe Sie erschreckt. Ja. Ehrlich gesagt, Sie mich auch. Ja, tut mir leid. Na ja, ich meine Sie so ganz allein hier draußen. Oh, wir wohnen da hinten. Dann sind Sie wilde Siedler. Ja. Ich bin Landvermesser. Ich muss eine Karte anfertigen von dieser Gegend. Langweilige Sache. Macht mir keinen Spaß. Was denn? Karten anfertigen. Oh. Ich bin Lieutenant Elliot von der Generalinspektion. Jesse Furbeck. Sehr erfreut. Ganz schöne Hitze, hm? Ja. Sind Sie allein hier? Nein, ich habe noch einen Kameraden dabei, Captain Hopkins. Der ist noch drüben am anderen Ufer. Er wird aber gleich hier sein. Ja. Mein Vater wäre sicher böse, wenn ich Sie nicht zum Essen einladen würde. Danke. Das nehme ich sehr gern an. Es war doch eigentlich noch nie die Rede davon, dass die Regierung hinter der von ihr selbst gezogenen Grenze Vermessung vornehmen würde. Wozu dann die Grenze? Ich war auch erstaunt, als ich den Befehl erhielt. Sie können sich vorstellen, wie begeistert ich gewesen bin. In meinem Alter, in Zelten zu kampieren, ist nicht die reine Freude. Ja, Sir, das kann ich verstehen. Wissen Sie was? Es gibt Offiziere, die nur halb so viel gelernt haben wie ich und die man bereits x-mal befördert hat. Es gibt keinen Dank auf dieser Welt. Na, stopfen Sie sich Ihre Pfeife, Lieutenant, wenn Sie wollen. Danke, Sir. Ich war eine Zeit lang in Wellington und habe meinen Dienst unter Kanonendonner gemacht. Wo ist da die Anerkennung? Sydney wäre ja noch erträglich. Aber hier? Haben Sie Ihre Familie in Sydney? Ich bin Witwer, wie Sie, Sir. Das tut mir leid. Dieser verdammte Durchfall. Haben Sie den auch schon gehabt, mein Kind? Ja eben, wer nicht? Ich verfluche es, dieses verdammte Land. Mein Tabak ist ungewöhnlich stark, Mr. Furbeck. Wenn Sie erlauben, dann werde ich draußen auf der Veranda rauchen. Natürlich. Danke, Sir. Ich komme mit raus. Wenn ich aufstehen darf, Vater. Ja, selbstverständlich.
Vielleicht ist mein Benehmen nicht korrekt. Aber ich bitte Sie. Ich mache mir nichts aus Sympathie. Das ist Ihre Sache, Captain. Immerhin nutze ich Ihre Gastfreundschaft aus. Das tun Sie nicht. Dieser kleine Lieutenant geht ganz schön ran. Als ich in der Armee gedient habe, ging man mit Schnaps vorsichtiger um. Man kann das natürlich alles nicht mit England vergleichen. Es ist wesentlich eintöniger hier. Obwohl die bizarre Landschaft auch ihre Reize hat. Sicher haben Sie auch darin eine gewisse Schönheit entdeckt. Sie lieben doch dieses Land. Ich hasse es. Habe ich Sie jetzt beleidigt? Nein. Miss Furbeck, es tut mir leid, dass ich es nicht bemerkt habe. Sie haben sich verletzt. Miss Furbeck! Lieutenant Furbeck, Sir. Meine tiefst empfundene Entschuldigung. Spülen wir unsere Sorgen mit einem weiteren Drink runter. Die englische Krone lässt hier im australischen Busch zwei hervorragende militärische Talente vor die Hunde gehen. Ich bin kein Trinker, Sir. Der junge Elliot da draußen, der junge Elliot sagt, wenn ein Mann bitter enttäuscht ist, dann muss er sich selbst helfen. Dann helfen Sie sich selbst, sagte ich ihm. Das werde ich, sagte er. Dann nennen Sie mich gefälligst Sir, sagte ich. Jesse, was ist mit dir? Ob Elliot sich ihr gegenüber schlecht benommen hat? Was? Mr. Furbeck, ich bin mir nicht bewusst, irgendetwas zu Ihrer Tochter was gesagt zu haben. Was ist draußen vorgefallen? Sind Sie ihr zu nahe getreten? Ich gebe Ihnen mein Wort. Wir sprachen über Australien und seine Landschaft. Vielleicht langweilte sie sich. Ich bin kein geübter Gesellschafter. Dann merkte ich, dass sie sich verletzt hatte. Verletzt? Sie muss sich den Knöchel verstaucht haben oder sowas Ähnliches. Lieutenant Elliot, Jesse hat einen kleinen Gehfehler. Oh, das tut mir sehr leid. Man hat uns strafversetzt hier, Herr Elliot. Und vergeudet sinnlos unsere Begabung im Busch. Bitte entschuldigen Sie mich bei Miss Jesse, Sir. Halten Sie nicht so viel von Mädchenherzen. Wir werden später zu Hexen. Wir müssen jetzt aufbrechen, Captain. Das wird ein sehr langer Tag für uns morgen, Sir. Ja. Wir bedanken uns, Sir. Keine Ursache, Captain. Mr. Furbeck, es tut mir sehr leid. Ich hätte gerne, aber unter diesen... Ist schon gut, Herr Elliot. Danke, Sir. Gute Nacht. Miss Furbeck, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen.
Ich bin ein sehr unerfahrener und sicher aber sogar ein ungeschickter Mensch. Die Misserfolge überwiegen meine Erfolge bei Weitem. Sollten Sie nicht lieber zu Ihren Karten gehen, Lieutenant? Da sehen Sie es. Ich bin auch weniger gewissenhaft als mein Partner. Weiß der Teufel, wo der die Energie her hat. Ich sagte Ihnen ja, mehr Misserfolge. Ich stamme aus einer angesehenen und vermögenden Familie, Miss Jessie. Aber Sie sind Faulenzer. Sie sind nicht mehr in der Lage, ohne Diener zu leben und besitzen zu viel. Sie brauchen es gar nicht. Sie lieben Ihren Besitz nicht mehr, so wie Sie Ihr Königreich. Lukes Königreich. Wie meinen Sie bitte? Lukes Königreich. Luke? Mein Bruder. Oh. Ich verstehe. Ist das alles, was er in 2 Wochen gemacht hat? Der faule Hund. Wie heißt er? Harry. Harry! Wenn er getrunken hat, mache ich ihn nüchtern. Master. Eingeborener. Hilf mir, Sam. Was machen wir jetzt? Bleib draußen, Chef. Oh nein, Master, das mache ich nicht. Du tust, was ich dir sage. Ich nehme 50, 100 oder 150 Tiere, aber ich bleib nicht hier. Lass ihn, Luke. Wir bringen die Herde zurück. Hier gehören mindestens 2 bis 3 Mann her, um die Eingeborenen abzuhalten. Hier. Die Herde kann jetzt hier nicht durch. Hier wird gearbeitet. Sam, die sollen Platz machen. Die Tiere müssen rüber. Gehen Sie auf die Seite, Sir. Das ist die einzige Stelle. Dann werden Sie im Wanken, Sir. Das bringen Sie mal den Schafen bei. Wir reden mit einem Offizier der Krone. Das ist mir egal, wer Sie sind. Die Herde muss hier rüber. Sie, blöder Vollidiot, dafür gehen Sie in den Arrest. Chad, es geht los, bleib hinten. Sie hätten ja auf die Seite gehen können. Von Zivilisten nehme ich keine Befehle entgegen. Sie da, drehen Sie sich gefälligst rum, wenn ich mit Ihnen rede. Stecken Sie das Schießeisen weg, Sir. Er soll sich rumdrehen. Stecken Sie es weg. Ich lasse Sie im Eisen legen. Elliot, Elliot, wo sind Sie? Was soll das? Sie machen sich ja lächerlich vor Ihren eigenen Leuten. Sie haben Pause, bis wir unsere Arbeit beendet haben. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Ja. Danke. Haben Sie keinen Hunger? Ja.
Ich sage Ihnen, wilde Siedler sind mir ein Gräuel. Und ich werde dem bald ein Ende machen. Und wie soll das gehen? Es gibt Gebiete, sie sind uns bekannt, die wimmeln von Vagabunden und Verbrechern. Wenn wir die Übersicht nicht verlieren wollen, müssen wir sie auch melden, ob sie schuldig sind oder nicht. Sydney weiß, dass wir hier sind. Sydney ist weit und hat keine Ahnung, Sir. Chef, greift die Tiere zusammen. Ja, sofort, Master. Wir können nicht den ganzen Tag hier verplempern. Sie sind sehr leicht zu treffen, Farback. Ich habe eine raue Art, aber ich habe mir sagen lassen, Ihr Vater sei genauso. Sie langweilen mich, Captain. Kommen Sie sich nicht selber nutzlos vor? Sie sind ein Paragraphenjäger und gehören an den Schreibtisch. Sie sind kein Schuss Pulver wert. Das werden wir sehen. Chef, wenn du soweit bist, rüber mit Ihnen! Jesse, kommst du wieder rein, mein Kind? Er hält um deine Hand an. Bitte? Er will, dass du seine Frau wirst. Steh auf, mein Kind. Du musst ihm antworten. Na komm, ich bin ja dabei. Nein, Vater. Ich werde allein gehen, wenn du erlaubst. Miss Furbeck, ist Ihr Vater... Mein Vater ist draußen. Oh. Er sagte... Was sagte er? Hat er Ihnen eine Erfrischung angeboten? Das hat er. Ich danke Ihnen, Miss Jessie. Ich liebe Sie. Sie kennen mich ja gar nicht. Aber ich liebe Sie. Das geht nicht. Warum nicht? Das wissen Sie genauso gut wie ich. Unsere Bekanntschaft ist viel zu kurz. Ich habe den Eindruck, dass Sie meine Gefühle erwidern. Ich wäre darüber sehr glücklich. Ich schwöre, dass... nichts mit Mitleid zu tun. Ist es das, was Sie befürchten? Ja. Aber Sie lieben mich. Ja. Warum zögern wir denn noch, Jesse? Ich hasse dieses Land. Dann verlassen Sie es, heiraten Sie mich. Sagen Sie ja. Ja. Sagen Sie es, Jesse. Ich werde Sie heiraten.